Berlin 1928. Hanna Weber und ihr Sohn Max haben erfahren, dass ein paar Straßen weiter eine Bank überfallen wurde, und zwar auf ganz spektakuläre Weise. Da werden sie Zeuge eines Verkehrsunfalls. Als der herbeigeeilte Polizist die Personalien aufnimmt, stellt er fest, dass ihm ein fetter Fisch ins Netz gegangen ist. Möglicherweise sogar einer der gesuchten Bankräuber. Hanna und Max erreicht einen Anruf aus Amerika. Hannas Bruder Willi ist Coca-Cola-Präsident geworden und er lädt Hanna und Max ein, ihn doch einmal in New York zu besuchen. Er will auch die Reise bezahlen, die Reise mit einem ganz besonderen Verkehrsmittel. ist das Jahr, in dem der Zeppelin den Passagierverkehr zwischen Deutschland und den USA aufnimmt. Außer Hanna und Max und vielen Prominenten kommen unter falschem Namen auch ein paar merkwürdige Gestalten an Bord. Wer diese Gestalten sind, hat der Bordfunker von der Berliner Polizei erfahren. Es sind die gesuchten Bankräuber. Der Zeppelin gerät auf seiner Fahrt über den Atlantik in einen schweren Sturm. So werden ziehende Wolken dargestellt. Äußerlich zeigt sich ein ruhiges Bild, doch im Zeppelin spielt sich ein Drama ab. Die Bankräuber haben Max als Geisel genommen. Die Geiselnehmer fordern Straffreiheit und eine ungehinderte Weiterreise bis nach Südamerika. Doch der Plan der Bankräuber geht nicht auf. Hier dreht der Zeppelin seine Runden über Manhattan, während die überwältigten und gefesselten Bankräuber ihre Auslieferung an die New Yorker Polizei entgegensehen. Hanna und Max haben das Ziel ihrer Reise wohlbehalten erreicht. Staunend betrachten sie die riesigen Wolkenkratzer. Zu Ehren der Luftschiffbesatzung veranstaltet New York sogar eine Konfetti-Parade.